Herr Stotz, ich sehe im Hintergrund schon einen absoluten Klassiker im Automobilbereich. Was ist denn das? Das ist ein Mercedes 500K von 1935 und wir haben die Tradition fortgeführt. Letztes Jahr waren wir mit einem Maybach Zeppelin hier und natürlich muss man jedes Jahr was Neues mitbringen. Das heißt quasi, dass Junghans weiterhin auch klassische Uhren macht? Klar. Junghans steht sicherlich für die traditionelle und die klassische Uhr. Und wir haben zwei Linien, die wir jetzt diesmal vorstellen. Einmal die Meister Driver, die Zuwachs bekommen hat und mit der Form A und C zwei ganz klassische, aber moderne Uhren. Jetzt sehe ich hier im Hintergrund ein riesiges Bild auf der Wand. Ja. Da ist ein Gebäude zu sehen. Was hat es denn da auf sich? Ja, das ist unser neunstöckiger Terrassenbau, 1917, 18 von Philipp Jakob Manns gebaut. Dieses Gebäude ist das Herz gewesen von Junghans in der mechanischen Uhrenfertigung in den 50er und 60er Jahren. Und derzeit wird dieses Gebäude gerade saniert und renoviert. Und in Zusammenarbeit mit dem Professor Uwe Brückner aus Stuttgart, einem der weltweit führenden Planer für Museen, zu einem Uhrenmuseum umgebaut. Und dessen Eröffnung wird zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres zu erwarten sein. Ich denke, es wird bestimmt ein touristisches Highlight werden im Schwarzwald. Wir rechnen mit rund 25.000 bis 30.000 Besuchern pro Jahr. Jetzt will ich aber eure Uhren sehen, die ihr hier dabei habt. Zum einen haben wir eine ganz neue Linie. Die Linie heißt Form. Von oben ist die Uhr sehr, sehr stringent gestaltet. Klar, sobald Sie sie auf die Seite drehen, bei diesem Modell erkennt man die Zweifarbigkeit des Bandes und auch die ganz klassische Gestaltung der Uhr. Sie ist sehr, sehr ergonomisch, also ein klassisches Modell, wie es von Junghans gestaltet wird. Und zum Entdecken auf der Rückseite sieht man dann auch noch hinter einem Rauchglas verstecktes Uhrwerk. Sehr leicht auch. Auf der Vorderseite noch viele weitere Aspekte zum Entdecken. Ein konkaves Zifferblatt, eingeprägte Minuteriequadrate. Eine Uhr mit sehr, sehr viel Tiefgang und Designaspekt zu einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Thema Preis-Leistungs-Verhältnis, was muss ich denn für die Uhr ausgeben? Für die Uhr müssen Sie im Handel 840 Euro ausgeben und das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Gegenwert, den Sie als Uhr da bekommen. Vor allem, wenn sie ein Leben lang hält. Davon gehe ich aus. Ich sehe schon das nächste Modell. Was ist denn das? Das ist eine Meister Driver Day-Date, also eine Uhr, die den Wochentag anzeigt und das Datum. Und die Uhr hat als Besonderheit die Anordnung bei 12 Uhr für den Wochentag und unten bei 6 Uhr für das Datum. Und hier orientieren wir uns an den klassischen Tachometern mit Tageskilometern und Gesamtkilometeranzeige und deshalb eben auch diese Position. Denn wenn wir Uhren machen, die zum Automobil verbunden sind, dann muss es sich natürlich auch im Design niederschlagen. Haben Sie auch Uhren, die mit dem Smartphone verbunden sind? Hier ein großer Trend oder sagen Sie, nee? Nein, das haben wir nicht. Wir haben nach wie vor eine große technologische Bandbreite. Wir haben Quarzuhren, Solaruhren, Funkuhren, Multifrequenzfunkuhren. Wir arbeiten sogar gerade an einer neuen Generation. Aber Sie werden es kaum glauben, Sie können sogar selbst eine Funkuhr mit dem Telefon verbinden. Ja, es gibt Apps, mit denen Sie Ihr Zeitzeichen auch synchronisieren können. Das gibt es heute schon, aber da werden Sie von uns noch ein bisschen mehr dazu hören. Da bin ich in den nächsten Jahren gespannt. Ja, ja, klar. So, die Dame hat eine Männeruhr in der Hand. Die Meister Driver spiegelt wirklich perfekt die Leidenschaft von Junghans zum Automobil. Das ist praktisch der Bezug zum Auto auch. Ganz genau. Das ist die Verbindung, das ist die Leidenschaft von Junghans zum Automobil, von der Geschichte her, aber auch die Leidenschaft unseres jetzigen Eigentümers, der eine große Autosammlung hat. Und die Meister Driver Day Date, die wir jetzt gerade in der Hand haben, stellen wir hier ganz neu auf der Inhorgenta vor. Probiere ich natürlich an. Und man sieht hier sehr schöne semitransparente Anzeigen, die jetzt nicht nur den heutigen Tag zeigen, sondern auch das Datum von gestern und auch von morgen durch kleine semitransparente Anzeigen. Da ist jetzt mein Geburtstag eingestellt, finde ich sehr sympathisch. Die steht Ihnen ausgezeichnet. Was muss ich dafür ausgeben? 1.390. Sehr schön. Thema Uhren, wo geht denn die Reise hin? Was können wir denn so in 5 Jahren erwarten, was es da für Modelle gibt? Ich bin mir ganz sicher, wir werden auch in 5 Jahren noch unsere Designklassiker führen, wie die Max Biel. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir die Meisterlinie bei uns noch haben. Aber was sich sicherlich bei uns verändern wird, ist, dass wir eine dritte Linie haben werden, die Form, und diese wird auch weitere Technologien bei uns im Hause übernehmen. Klares Design, stringent, gut tragbar, ergonomisch, das wird auch weiterhin für Junghans das Maß der Dinge sein. Okay. Die gebe ich ungern zurück, aber vielleicht kommt sie am Geburtstag. Ich
ich würde mich freuen, wenn die den Weg zu Ihnen an den Arm findet. Ich sage vielen Dank und schöne Messe. Und Ihnen eine gute Zeit.